So, willkommen zu einem neuen Angespielt. Ja, erstmal wieder nur ein leichteres Spiel, also kein großes Action-Epos. Ja, ich zocke ein weiteres Spiel aus meiner Kindheit, könnte man schon sagen. Pushy. Hier oben wird es noch mit I geschrieben. Ich glaube, die neueren, ja, die neuen Versionen, die werden mit Y geschrieben. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Aus dem Jahr 2000. Ich habe es im Jahr 2003 gespielt. In der Grundschule als Lern- und Denkspiel. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich bin mal gespannt. Ich habe eigentlich schon eine Aufnahme gemacht. Da war aber hinterher irgendwie kein Ingame-Sound. Und gerade bei diesem Spiel braucht man den Ingame-Sound. Okidoki, Genau deswegen. Ach, ich mag dieses Spiel. Ziel ist es immer, in das kleine rote, also das kleine Häuschen mit dem roten Dach, dass man da hinkommt. Hier musste man jetzt nur ein paar Kisten verschieben. Ich habe mir erstmal die Soundfiles von dem Spiel rausgezogen, dass man die, ne, die sind ja in dem Ordner drinne und das ist so geil. Ich glaube, ich mache da so ein Endlos-Video, so 10 Stunden, nur diese Pushy-Mucke. Ja, das wäre genial, nein. Wäre aber auch ein bisschen zu viel des Guten. Ihr hört, schätze ich mal, hauptsächlich nur meine Tasten. Das ist aber auch klar, weil wegen. Außer so kleinen Sounds, so wie jetzt hier, wenn, jetzt kommen zum Beispiel die roten Kugeln oder generell die Kugeln hinzu, die man in diese roten Felder schieben muss. Und dann kommt so ein kleiner Sound. Sonst hat das Spiel nicht viele Sounds. Aber das ist auch, glaube ich, die Urfassung, die ich hier gerade spiele. Also 2000, mittlerweile gibt es so viele Pushy-Spiele. Glaube, Bestandteil der Lernwerkstatt oder Medienwerkstatt. Nachdem ich es damals in der Grundschule einmal gespielt habe, kam es auch hinterher nochmal in der sechsten oder fünften oder sechsten Klasse, habe ich es dann da mal wieder gefunden. Da sollten wir es zwar eigentlich nicht spielen, aber ich habe es einfach trotzdem gezockt. Ich finde das einfach geil. An diesem Spiel hängen eigentlich richtig viele Erinnerungen, ganz ehrlich. Ah, das ist genial. Und ich habe es halt noch, wir haben es damals am Ende der dritten Klasse, glaube ich, geschenkt bekommen. Und ich habe mir gedacht, komm, ein Video ist das mir auf jeden Fall wert. Pushy! Ah, geil. Einfach geil. Ich meine mal, wenn ich schon Videos über Ich bin ein Star und mich herausmache, ich glaube sogar 5 Stück, dann kann ich auch ruhig mal ein Video über Pushy machen. Oder mit Pushy. So. So Psycho. So, jetzt sind mal mehrere Kugeln dabei. In meiner ersten Aufnahme, die leider hinterher verworfen werden musste, wegen dem Soundbug, bin ich bis Level 33 gekommen. Ich schätze mal, weiter werde ich hier heute auch nicht kommen. Weil, ja, weiß gar nicht. Also Level 33 ist so das Ekelhafteste von allen. Also, nee, das ist wirklich scheiße. Pushy! So. Kommt eigentlich relativ gut voran. Hier habe ich als Kind richtig lange dran gesessen. Und mittlerweile, naja, ja, es ist ein Kinderspiel. Es ist, ne, für Grundschüler zum Denken, aber naja. Gibt halt anspruchsvollere Spiele heutzutage. Aber das muss einfach sein. Ihr könnt mir ja gerne schreiben. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Ihr könnt mir ja schreiben, ob ihr irgendwie Erfahrungen mit diesem Spiel gemacht habt in eurer Schullaufbahn, ob es heute überhaupt noch gibt. Wie gesagt, ich hatte es in der fünften und oder sechsten Klasse mal gesehen, dass es das noch gibt, aber halt nur noch für maximal, glaube ich, 5 Klässler so als Spaß. Da gibt es dann auch solche Variationen wie Pushy Bros, so an Super Mario Bros angelegt, wo man dann auch als Team zocken muss. Ist schon ganz witzig, wie sich das so entwickelt hat von dieser Urfassung hier. Ihr seht dann zum Beispiel hier auch, kann man Geheimcode eingeben. Es gibt ja am Ende jedes Levels immer diese Codes. Ja. Ich meine aber, die Urfassung, die ich damals in der Grundschule gezockt hätte, hätte gar keine Codes gehabt. Das hätte er automatisch gespeichert. Und wir haben hinterher diese ekelhaften Geheimcode-Versionen gekriegt. Was für ein Beschiss. Naja, egal. Dieses Fossil hier, dieser Kreisel, es ist ein Teleporter, um einen halt zu teleportieren. Billige Erklärung. So. Machen wir so.
Machen wir so. Und machen wir so. Zack. Und auch das wäre geschafft. Oh, und ab jetzt wird gefärbt. Das ist auch geil. Was heißt geil, ne? Ist auch so ein netter. So ein netter Trick. Jetzt halt. Jetzt müssen wir halt auch noch. Jetzt müssen wir halt auch noch die Kugeln färben. Die machen auch so einen kleinen Sound, aber. Naja, ist relativ einfach programmiert. In der neueren Version kann man, soweit ich das richtig gelesen habe, das habe ich selber noch nicht ausprobiert, auch Level selber erstellen. Das finde ich eigentlich richtig geil, aber ich muss ehrlich zugeben, ich möchte für das Spiel kein Geld ausgeben. Deswegen hole ich mir das auch nicht und ich muss mich mit dieser Uraltfassung. 13 Jahre ist dieses Spiel schon alt. Für mich, vor 10 Jahren habe ich das erste Mal gezockt. Da habe ich es in der zweiten Klasse auch schon gezockt, weiß ich gar nicht. Mal gucken, mal gucken. Jetzt kommt der Knopf noch dazu. Da wird dann immer ein spezieller Stein mit aktiviert. Seht ihr? Erinnert an die Moossteine in Minecraft. Theoretisch müsste man echt mal mit Pistons sowas in Minecraft nachbauen. Ja, genial. Aber auch ein bisschen übertrieben. Irgendwann ist dann nämlich auch mal gut. So, Level 16 sind wir mittlerweile. So, machen wir das so. Zack. Machen wir das so. Ihr seht, hier müssen wir jetzt die rote Kugel färben, weil sonst geht das alles nicht. Ich versuche gerade dieses Spiel irgendwie zu erklären, obwohl das eigentlich so selbstlaufend mittlerweile ist. Also man weiß ja eigentlich, was man machen muss. Wenn das Spiel jetzt hier ein bisschen unscharf wirkt, dann liegt das daran, dass ich es ein bisschen strecken musste, weil das Spiel natürlich keine 720p unterstützt. Also, so verwöhnt war man damals noch nicht. Bin ja erst am Überlegen, ob ich das Ganze hier in Original mache, aber das wäre ein bisschen übertrieben. Könnte man aber theoretisch machen. Würde aber, wie gesagt, nicht viel bringen. Ja, komm. Packen, machen wir das so. Ach, kann ich eigentlich schon, ne? So machen wir das. Na, habe ich glaube ich einen kleinen Fehler vorher gemacht, aber ist ja auch nicht schlimm. Zack, zack, zack und ja. Ach, jetzt kommt hier noch dieser kleine Spaß. So. So. Und so, zack und zack. Ich rush hier auch irgendwie durch, kann das sein? Aber was soll man hier auch großartig erklären? Es ist ein Denkspiel. Und ich kann euch aber versprechen, das nächste angespielt wird ein bisschen actionreicher. Ich habe da noch so kleine kleine vor allem. Ich habe da noch so ein paar Multiplayer-Shooter, die ich jetzt erstmal demnächst zocken werde. Nach dem Pokern. Vor allem, ich zock irgendwie nur Spiele, die, ich sag mal, nicht so wirklich Mainstream sind. Also richtig anspielen tue ich ja eigentlich nix. Aber ich finde das gerade das Lustige. Spannend ist es ja auch wieder nicht. Aber so einfach mal Spiele zu präsentieren, die sonst echt kein Schwein kennt. Aber habe ich ja schon. Ja, genau. Aber das habe ich ja schon immer irgendwie auf irgendeine Weise gemacht. Mit Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Mit der Summer Challenge. Ich habe da so viel Müll eigentlich schon gezockt. Aber naja, es war alles auf irgendeine Weise, fand ich lustig. Also jetzt nicht so abgrundtief schlecht wie Harry Potter 4. Naja. So. Jetzt könnten wir uns auch hier das ganze Level versauen, indem wir diese rote Kugel einfach zweimal färben, aber das machen wir natürlich nicht. Wir zocken linear das Spiel so, wie es für die kleinen Kinder entwickelt wurde. Ach ja. Und zack und zack. Level 20. So.
So. Die Kiste ist eigentlich nur zur Ablenkung da. Und ich sag mal so, als Kind lässt man sich gerne ablenken. Ich weiß noch wie, boah, aber ich bin auch sehr verpeilt, was solche Sachen angeht. Gerade solche Logik-Sachen. Naja, und zack, Level 20 auch geschafft. Oh nee, da hatte ich so viele Fails in der ersten Aufnahme. Mal gucken, ob wir es jetzt hier auch wieder das er also das, das ist jetzt das erste Mal sofort hinbekommen, weil ich die Kisten immer falsch verschoben habe. Da bin ich typisch deutsch. Nein, ja, ne? Ich muss das jetzt hier erst alles ordnen. Das muss jetzt einfach sein. Ist dann wesentlich einfacher. Das lassen wir so, das kommt nach oben. Das kommt nach unten. Das genauso. Das genauso. Und das genauso. Super. Und jetzt nach hier. An die Wand. Machen wir das hier so. Wir lassen uns mal Zeit. Wir sind ja nicht auf der Flucht. So, jetzt nur noch so. Und so. So. Zack. Zack. So. So. Und jetzt ab nach unten. Ab ins blaue Feld und geschafft. Okidoki, Und jetzt kommen die Fußspuren. Die Besonderheiten zeige ich euch mal. Und 3, 2, 1. Ja. Besonderheit der Fußspur ist, überall wo man hingeht, kann man nichts mehr machen. Man kann die Kiste nicht mehr draufschieben. Ich mache das jetzt. Komm, das muss jetzt einfach sein, so wie ich es früher auch immer gemacht habe. Einfach alles ausfüllen. Zack, 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 zack. Und hier einmal. Zack. So, komm. Das ist so geil. So. Zack, dann auf den Spuren zurückgehen. Sauber, ich dachte jetzt schon, ich hätte es irgendwie verhunzt, aber nein. Zack und zack. Was mich gerade ein bisschen, was mich gerade so ein bisschen verwundert, ist, dass wir jetzt 12 Minuten oder 13 Minuten erst haben und ich schon im Level 24 bin. Also, das ist doch ein bisschen komisch. Habe ich jetzt schon einen Fehler gemacht? Nee. Schieben wir erstmal hier. Fuck. So. Jetzt hier rum. So. Ja, doch. Auch noch relativ easy. Ist ja alles easy. Ganz genau. Ich glaube, wenn man hier richtig aufpasst, muss man die Fußstapfen gar nicht beachten oder nicht großartig. Warte mal. So. Ich wusste doch, irgendwie ging das. Dass man das hier erstmal frei kriegt. Schon alles irgendwie tricky. Ist da eine Kiste drauf? Und hier kann man ja jetzt eigentlich wunderbar das Ding.
So, zack, und geschafft. Pushy ist Jo, ist in Ordnung. Die machen die Kiste, tun wir erstmal hier schön an die Seite. Dass wir freie Fahrt aufs gelbe Feld haben. So. Das war Nummer 1. So. Ich schätze mal, die Tastendrücke, die nerven richtig, aber ist halt ein soundfreies Spiel. Ich hoffe. Nee. Genau so machen wir es. Und eigentlich ist damit auch dieses Level geschafft. Super. Level 27. So, so, so. Da-da-da-dum. Fail. Ja, das ist ein Fail. Ich glaube, hier dürften keine Kisten stehen. Ich mache das nochmal neu. So, passt doch. Ich weiß gar nicht, was ich mir jetzt hier so den Kopf schwer mache. So. Ja, und das war's jetzt eigentlich auch schon. Jetzt nur noch aufpassen, dass ich nicht in diese ekelhaften Fußstapfen trete. So. Und so. Zack, zack und zack. Pushy ist Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das in dem Titel beschreiben soll. Pushy mit I oder Pushy p-p-p- oder Pushy mit Y, weil hier wird's ja mit I geschrieben. Ne? Naja. Ach, fuck. Ich bin doch auch ein Dämmlack. Schon wieder ein Damn Luck. Als erstes das dahin, dann das Teil dahin. So war das genau. Jetzt kann ich die blaue Scheißkugel da einpacken. Auch wenn ich mich gleich 100 Pro ärgern werde. 100 Pro. Aber jetzt ist auch der Punkt da egal. Brauche ich doch eigentlich gar nicht mehr, oder doch? Habe ich mir jetzt selber verbaut. Weg damit, Drecksteil. Holen wir uns jetzt hier die Kugel. Packen die blaue Kugel da drauf. Sauber, jetzt können wir das nämlich hier so deichseln. Na toll. Aha. Bin ganz gewichster, wollte ich jetzt schon sagen. Das klingt aber auch irgendwie falsch. So. Ja. Genau. Und das meine ich. Man macht auf jeden Fall immer irgendwas falsch. So. Die Kiste auch erstmal wegpacken wieder. Wow. So, schön ordnungsgemäß oben in die rechte Ecke. Ah, Entschuldigung, da ist wieder der Deutsche in mir zum Vorschein gekommen. Das passiert manchmal. Und nein, ich bin nicht rechts. Ich bin zwar Rechtshänder, aber meine politische Gesinnung ist, ich sag mal, einfach normal. Ah, man muss hier echt viel hin und her laufen.
So, so und so. So, jetzt das wenigstens auch gegessen. So einfach. Das war jetzt aber auch einfach. Machen wir so. Machen wir so. Sauber. Das war Level Nummer 30. Boah. Geht man hier wieder auf den Spuren zurück. Das sind so pseudoschwere Level. Aber wie gesagt, Level 33, da sitze ich gleich wieder dran. Und ich schätze mal, da wird dann auch das angespielt enden. Also da wird dann gleich Sense sein. Oh, Traumschiff Surprise kommt am Mittwoch, am 1. Mai. Naja, werde ich mir aber nicht angucken. Auf jeden Fall. Nee, nein, nein, nein. Okay, das ist a little bit kniffliger. Aber auch nur a little bit. Bah. Wenn ich so was hasse. Dieser scheiß Klotz da, ne? Und ich meine, ich hätte diesen Editor doch mal gehabt. Dann kann man so richtig geil die Steine auch einfach nur so ziehen, so richtige assige Level machen. Muss mal gucken, ob man dann so eine Kopie nochmal irgendwie in die Hände bekommt. Ich meine, jetzt legale Kopie. Ach, was soll denn dieser Humbug? Ich meine, Cousin von mir hätte noch die Lernwerkstatt, wo so ein paar neuere drauf sind, aber muss man mal gucken, muss man echt mal gucken. So. Gucken, ob ich jetzt hier einigermaßen vernünftigen Weg hinkriege, das zu schaffen. Darf ich das Ding nicht da reinschieben, sondern. So. Jetzt geht man dann dahin. Jetzt habe ich eh die Arschkarte. Kann man die Kiste? Probiere ich jetzt erstmal. Das hat jetzt gewartet. Mal gucken, vielleicht hat das ja. Naja, hat nichts gebracht. Ich komme da unten ja nicht mal mehr raus. Probier das jetzt einfach mal. Ob mir das was bringt. Kann ich das wohl durch diesen Fleck schieben? Dass die Kiste einfach generell weg ist? Ja, toll. Macht die Spiele doch kompliziert und gibt keine Tipps. Ja, naja. Irgendwo muss die Aggression der Jugend ja herkommen. Pushy ist schuld. Pushy ist für die verkorkste Jugend schuld. Nein, 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 natürlich nicht. Das nimmt gleich noch wieder irgendeiner ernst. Hab ich ja jetzt gemacht. Bin auch eine clevere. Ich bin auch eine cleveren. So. Mach's jetzt einen auf den hier. Machen wir so. Machen wir so. Meine Güte, ist dies ein Geschiebe und Getippe. Ich habe noch so ein Schreiblernprogramm, das müsste ich eigentlich auch mal anspielen. Das sind so richtig so Spiele, die kein Mensch eigentlich juckt.
Aber naja. Pushy. So, jetzt sind wir Level 33 und... Ach komm, 5 Minuten habe ich noch. Das ist jetzt richtig lustig. Ich schätze mal, es gibt auch wieder Hunderte, die das jetzt schon wissen. Das ist mir aber egal, ich habe jetzt schon die Arschkarte. Der obere Weg muss frei bleiben, weil, ne, gelbe Kugel, dahin. Jetzt müsste man so einen Wallhack haben. Nur wie soll ich jetzt... Jetzt habe ich eh schon die Arschkarte. Wartet mal. Dann komme ich, kriege ich die blaue nirgendwo hin. Was hab ich? Ich habe ja gar nichts auf dem Knopf liegen. Bin sowieso der Beste. So. Ganz dreist jetzt. Ich habe keinen Schimmer. Ich mehr. Das ist wieder das. Also, ich glaube, ich habe immer, wenn ich Pushy mal so in einem Run mal einfach so gesuchtet habe, einfach so Spaßes habe, bin ich immer in diesem ekelhaften Level verkackt. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr jetzt schon wisst, wie man dieses Level löst, weil ich es in dieser Aufnahme 100 Pro nicht schaffen werde. Wow, laut meinem Aufnahmeprogramm habe ich gerade 40.000 Bilder pro Sekunde. Das ist klar, ne? Passiert ja auch so viel. Ich nehme übrigens mit XSplit gerade auf. Weil Fraps dieses Ding nicht erkennt. Gah, alles scheiße. Ich mache alles nun lila. Ja, also, das ist wirklich das Level, was mir manchmal dann doch schon Verzweiflung herbeiruft. Naja, was heißt Verzweiflung? Ich zock's einfach nicht weiter. Ich hab's mal geschafft, so ist es nicht. Ich glaube, mein Maximal ist irgendwas mit Level 70 oder so. Aber da fehlt einem dann doch die Geduld. So, nochmal auf neu. Probieren geht über Studieren, liebe Kinder. Toll. Ich hab mir jetzt schon das Ding. So. Fuck. Aber so in der Richtung muss das sein. Wartet mal. Fuck, schon verkackt. So. Die rote Scheißkugel muss auf den Knopf. Das hier muss frei bleiben, weil ich die Kugel ja hinterher zitzt da rein. Die muss ich jetzt irgendwie da hinbekommen. Warte mal. Ne, wird nix. Wird nix, wenn ich jetzt das Teil da rumschiebe, hat dieser kein Komm, ich kann es ja probieren. Nee. Ich bin auf dem richtigen Weg, ich riech das. Aber jetzt habe ich ja hier halt die Arschkarte.
So. So. Nee. Wenn hier jetzt ein Fußstapfen hinkommt, habe ich schon die Arschkarte, weil irgendwie muss ich. Es ist ein bisschen scheiße, aber auch nur ein bisschen. Mal einen anderen Weg probieren. Was mache ich denn da? Ich glaube, der erste Ansatz ist schon gar nicht mal falsch. Die rote Kugel kriege ich so erstmal schön da rein, ohne hier irgendwas großartig jetzt noch außerhalb wegzumachen. Schon die Arschkarte, so kriege ich das Teil gleich nicht da weg. Ne. 32 Minuten Scheiß jetzt mal drauf. Ich probiere das jetzt trotzdem erst noch. Maximal 40 Minuten. Die Datei ist eh nicht so groß. Da ist das nicht so schlimm. Jetzt habe ich die Arschkarte, weil sobald ich ja und jetzt haben wir es gänzlich gaga, Mann. Maus erstmal aus dem Bild machen. Schon die Arschkarte. Ich kann mir jetzt eigentlich auch einfach einen Code aus dem Internet suchen und einfach ins nächste Level gehen, das ist ja auch scheiße. Ihr hört meine Zähne, wie ich am Klappern bin. Ist da was? Ich glaube, dass. Ich könnte jetzt das Teil da drauf packen. Das ist kein Thema, nur dann kriege ich das da nicht wieder runter. Na, passt schon gut. Komm, einen Versuch machen wir noch. Ich habe hier schon Müll gemacht. So. Toll. Jetzt habe ich die gelbe Kugel zwar frei, aber
Keine Möglichkeit. Ich glaube, das hier oben muss frei bleiben. Glaube, das da muss frei bleiben. Zack. Fuck. Diese Linie muss frei bleiben. Ja toll, jetzt hab ich eh verkackt. Wisst ihr was, Freunde? Ich mache an der Stelle Schluss. Ich möchte das jetzt hier auch nicht in die Unendlichkeit gehen lassen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Hoffe, ich konnte euch dieses Spiel mal ein bisschen näher bringen. Könnt euch ja darüber informieren. Ich habe keine Ahnung, wo man es heutzutage noch herbekommt. Ich hatte es halt auf einer CD-ROM. Dürfte man heute, glaube ich, gar nicht mehr Spiele einfach so brennen. Eine 700 MB CD ist das drauf gewesen. Na, das waren nur Zeiten. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Angespielt. Oder bis zum nächsten, was müsste gerade laufen? Lego Harry Potter. Tschüss. Ey, geh aus.